So Leute, wir sind hier wieder direkt in der Action, Leute. Gleich mal hier mit dem verdammten nochmal mystischen Artist hier im Chromati-Modi. Ah, Leute, dieser Fight, Mann, ich krieg so die Krise. 20.000 Leben hat er noch. Das müssen wir doch jetzt down bekommen. Ihr seht, ich habe mich, als ich mich auch ein bisschen konzentrieren konnte, weil ich ja nicht kommentieren musste, auch ein bisschen besser angestellt. Der Kampf ist so unsagbar hake schwer, Leute. Wegen das da. Weil er diesen Trick die ganze Zeit macht. Und ja. Schon, vielleicht können wir es jetzt schon wieder vergessen. Ich weiß es nicht, Leute. Wir sind zum Beispiel Ich fange glaube ich, gar nicht an hier zu labern, weil es kann sein. Ach, okay, ich dachte, unsere ganze Party ist down. Das wäre lustig. Warum finde ich eigentlich Leben, wenn er mich gar nicht anvisiert? Ich weiß es nicht. Ich weiß nur, dass das Spiel hammercool ist. Ich liebe diesen Fight. Er macht so viel Spaß. Ich bin down. Auch, obwohl. Ah! Jemand hat mich wiederbelebt. Ich weiß nicht wie, aber egal. So. Ah, so, ja, mach mal. Du, nein, du hässlicher Penner, Mann. Oh, wir werden dich trotzdem noch bekommen. Hau deine Dumme. Das ist jetzt nicht dein Ernst. Das ist jetzt nicht dein Ernst, Leute. Ihr müsst wissen, gerade als ich, ihr habt ja gerade gesehen, ich war gerade im Chromati-Modi. Und wisst ihr, was er auch war? Auch im Chromati-Modi. Und trotzdem hat er es geschafft, jetzt eine Sekunde später wieder in Chromati-Modi zu aktivieren. So, das G war hammergeil verschwendet. Ich sterbe jetzt gleich, weil, weil meine Party gleich wieder down ist. Hammergeil. Er steht schon mal wieder, aber er ist auch gleich wieder down. So, meine Rettung, sonst wäre ich jetzt down. Ich habe ein sehr geiles Item gefunden, was mir in diesem Kampf sehr geholfen hat. Und wir haben es geschafft. Ich hätte nicht damit gerechnet. Oh, Leute. Also, okay, jetzt können wir anfangen, hier zu rekapitulieren. Im letzten Part, sind wir in eine Paralleldimension gereist, hier an den See, weil wir hier gehört haben, dass alle unsere Freunde Rowan, Elvin, Elise, alle hier gestorben sind. Und natürlich wollten wir darauf finden, warum. Ja, wir haben herausgefunden, dass Els Vater hier wohnt und alle unsere Freunde abgeschlachtet hat. Und ja, dieser Typ, der Els Vater ist, das sind wir. Wir, Luger, sind in einer anderen Paralleldimension, der hier zum Psycho geworden ist und eiskalt einfach mal seinen Bruder getötet hat und alle anderen. Ich weiß nicht wieso, ich weiß noch, dass er mich voll genervt hat. Beim letzten Mal sind wir schon zweimal gestorben. Jetzt hier beim dritten Versuch haben wir es endlich geschafft, aber ihr seht schon, hake, schwerer Kampf. Und mir ist jetzt wurscht, was aus dem wird, der soll jetzt qualvoll irgendwie sterben. Er hat uns aber dazu auch gesagt, dass er der letzte Wegweiser ist. Das heißt, wir haben ihn jetzt besiegt, sollten wir nun an den letzten Wegweiser rankommen. Aber nicht nur das, wir dürfen auch nicht vergessen, dass er auch immer noch Els Vater ist und die das wahrscheinlich hart treffen wird. My body. Daddy. Damn. I'm already out of time. Listen, Luker. There is a limit to how much you can use your power. A limit? Wait, does that mean you've become a divergence catalyst? All power comes with a price to pay. That's just the way it is. You see? So that's why you chose to be reborn. Luger! What are you going to choose? Please, take care of El. Open the path to Kanan. Complete Origins trial. No, Daddy! Daddy! Get up! Mm-hmm.
Where's Elle? Gods! She's becoming a catalyst. But why would something like that even happen? Unless the power really is within Elle. We're not going to figure this out here. Let's find a room in Drellin. Tja, Leute, und das war's nun hier von unserem anderen Ich, Victor. Ja, wir sehen hier, wir wussten es ja schon lange, dass hier diese Kraft, die wir haben, von Elle ausgeht. Und das, was hier Victor als Warnung ausgesprochen hat, dass wenn man hier zu oft einen Katalysator aktiviert, dass die Energie eben dieses Chromates und alles andere Mögliche, dass darunter dann nicht wir leiden im Endeffekt, sondern eben Elle. Das macht die Sache natürlich doppelt hart. Und ja, ich habe jetzt... Ach, ich weiß es gar nicht. Ich denke jetzt mal, man hätte jetzt auch keine andere Möglichkeit gehabt, als hier Victor zu töten. Weil im Endeffekt zwei Sachen. Erstens, es wäre unsere einzige Möglichkeit, da wieder rauszukommen. Und drittens, zweitens, wir mussten es tun. Es ist so einfach, Leute. Wir mussten ihn töten. Und deswegen habe ich das jetzt auch hier gemacht. Es war vielleicht eine harte Entscheidung, aber es ist schlimm, wenn man so wirklich unter Zeitdruck steht. Und da denke ich, habe ich jetzt einfach mal kurz gedacht, daran gedacht, jetzt nicht, dass mich dieser Kampf so genervt hat hier, sondern eher wirklich, dass er wirklich teilweise halt hier monströs arbeitet. Auch wenn man es irgendwie nachvollziehen kann, was er macht. Im Endeffekt, muss man sagen, hat er sich auch selbst eingebrockt. Elle's becoming a divergence catalyst? I don't understand how this could happen. According to Victor, becoming a divergence catalyst is the price for using the clan's power beyond a certain limit. If Elle is the daughter of Luger from a fractured dimension, that would make her part of the Kresnik family. But she doesn't even seem to have access to Chromatis powers. Jude, you started to say something about this earlier. Do you remember what that was? I do. The pocket watch is the key to manifesting the Chromatis, right? But when Luger first transformed into his Chromatis, it was Elle that was holding the watch. So Luger has been using Elle as a conduit for his power. Do you remember how Luger couldn't transform into his Chromatis when we first met the other Mila? That's because Elle wasn't with us then. So then Elle has been paying the price for Luger's use of the power. But it goes without saying that Luger had no way of knowing this. Still, there was no way for any of us to know of this. I'm sorry, Luger. There's no need to apologize. Who could have possibly guessed that the Chromatis was linked to the catalysts like this? Elle's not doing so good. Is the catalyst sickening her? No, she's been traumatized. I mean, she just saw her father... Oh, sorry. I know it's not like you had a choice in the matter. I'm worried about her. And you. How are you holding up? I know how you feel. Imagine how I felt when I learned I wasn't really Maxwell, but just a vessel he'd created for his convenience. But remember, Luger, no matter what, you are still you. That hasn't changed,
and it isn't going to. Your duty hasn't changed either. Sorry, I didn't mean to ramble on. Is it Spurious? Luger, we've confirmed the retrieval of the final waymarker. Please proceed to Rize Harbor in Marksburg immediately. What's the plan? We'll depart tomorrow. Tonight, we should rest. A wise course of action. You must be starving, right? Luger made us some tasty soup. No. I don't want it! I only want my daddy's soup, and this isn't it! It's never gonna be right, just like you're never gonna be my daddy! I want my daddy! Why'd you have to do that to him? Are you okay? Are you... It'll heal in no time. Wait, you're gonna make more? But... Do whatever you need to do. I'll help, if that's all right. Your arm is still injured. All done? I'm sorry that I can't do more for you. I'm just happy knowing that a future like that might even be in the cards. It helps me believe I can do it. I can perfect Spyrite technology. I was trying to cheer you up, but here you are making me feel better. You know, I think she'll understand someday. It's good. Luger, I ran away because I realized something. When somebody leaves you, when they disappear, you never get to taste their cooking again. Thank you.
You were just protecting me, weren't you? Keeping me safe. From my daddy. Are you okay? Luger, hey, do you have a moment? Sorry to pester you again, but... I know you do. Just doing my job. Sad as it is, even at times like this, the world still marches on. And considering our place in that world, we shouldn't expose El to any more danger. Rowan, can you find a safe place for El to stay while we see this through? I'll see what I can come up with. Are you leaving me behind because I'm a fake? You say that, but you're gonna be the daddy of a different El, right? Of the real El, not me. All right, then. We'll take her with us. Kapitel 12, L und ich, Ende. So, die Sachen sehen mal wieder nicht rosig aus, aber so kennt man das ja fast von unserer Truppe. So, als erstes, Ron, du fliegst raus aus unserer Party. Ja, nun, ja, Chromatist, wunderbar. Jetzt habe ich mal die Nova, also... die Skizze, hier, nicht die Skizze, dass man die hier nochmal anmotzen konnte. Diesmal habe ich mich dafür entschieden, sie nicht so anzumotzen, weil, ja. Eben, ich verstehe schon, aber, dass sie ihren Job noch macht, aber sie kommt halt wirklich immer in den besten Situationen, Leute. Weil, er hat ja richtig gesagt, Leute, wir haben beim letzten Mal hier uns selbst umgebracht, also vor nicht allzu langer Zeit. Und das ist schon ein Schock, Leute, aber, fürs Erste bleibt uns wohl das Einzige, was wir tun können, weitermachen. Und... This is the sort of place that puts one's mind at ease. El, dear, are you feeling okay? I'm fine. Nothing matters anymore anyway. Luger, how's the burn on your left hand? I understand exactly how El feels. I've been there myself. Everything I'd done had been rendered meaningless. And convinced of that, I began lashing out at the people who were important to me. You're speaking of when Mila died on the Zenithra. Yeah. Leia was worried sick and trying to take care of me. And I threw the food she made for me against the wall. I had no idea. I figured Leia wouldn't say anything. I was awful to her. But she persisted in trying to take care of me. And that's the only reason I recovered at all. So please, keep looking after El. Do everything you can. Okay. Man, in the space of a year, everyone's fashion sense sure has evolved. No kidding. Especially Muse's. I find her new dress quite dignified. A fine choice for a great spirit. It isn't a dress at all. That comes straight from Muse. She's manifested her spirit powers in a clothing-like form, but
technically, she's completely naked. Naked? Completely? Are you so surprised? It was no different for Undine and Efreet. Does that mean... Mila too? Completely naked? I don't know anything about Mila's situation. How can you stay so quiet, Luger? Say something! No one wants to hear about you being naked! The vividness of that image has brought me to my senses. I'm sorry. This is my fault for speaking so carelessly. Thanks for bailing us out there. That conversation was about to take a very dangerous turn. You have my gratitude. Incidentally... I hope you were kidding when you said you're naked when you transform. So, das haben wir gebraucht, Leute. Und jetzt geht's hier mal die Stimmung wieder anheben. Sehr schön. Oh, Elvin. Fließt da vor dem, was du magst. Ja, das ist gar nicht nett. Naja, zumindest was ich vorhin noch sagen wollte, bevor hier wieder von sehr guten Skills unterbrochen wurde, war so hier, dass wir weitermachen und wir wissen ja nicht, ey Leute, wir dürfen nicht vergessen, wir haben immer noch diese schöne Kanan. Wer weiß, was man sich hier wünschen kann. So, wir kaufen uns jetzt hier noch ein paar Gene. Tränke des Lebens wären nicht schlecht. Und jo, dann haben wir 65.000. Dann schauen wir mal kurz, wie viel Geld müssen wir denn abzahlen? 150, das ist ja eigentlich ganz moderat. So, ja, muss ich jetzt auch nochmal entschuldigen. So, wir haben die Nova beim vorletzten Mal, wo sie angerufen hat, haben wir sie richtig vergrault. Ja, ich würde sagen, kein Charakter-Event. Das kann ich mir gar nicht vorstellen. Warte, echt kein einziges Charakter-Event? Ach, das ist ja schade. Doch, hier haben wir was. In Fanmod. Gut. Weil dann werden wir, das würde ich sagen, jetzt noch angehen. Und danach werden wir dann wieder ein bisschen so Nebenaufträge machen. So ein Krimskrams. Und ja, dann eben wieder ein bisschen Geld sammeln. So. Wir schauen aber ganz kurz mal in die Elite-Monster. Die müssen wir hier mal besiegen. Bärmierschlucht, Bahnhausstadt, die Suppe mit Leicht ist. Dieses Ektoplasma-Ohr, gegen das will ich nochmal kämpfen. Das war beim letzten Mal, das war voll dieser lustige Kampf, wo wir gar keine Chance haben. So, schauen wir mal, wie viel kriegt man durch das? 175.000. Ich glaube, das ist immer noch so stark. Weil überlegt, schaut euch mal an, die haben alle 60.000, die haben 10.000, 12.000 Geld. Ich glaube, das ist immer noch das stärkste von allen hier. Und das hier auch. So, aber zu denen gehen wir bald. Aber ich würde sagen, wir hören uns die Skills an hier. This city sure has changed. It feels, I don't know, liberated? The stifling atmosphere is gone now. Stifling? I never realized it felt that way to you. It wasn't just the city. You seem stifled, too. I did? I know exactly what you mean. Jude still seems stiff to me. I'd like to see him get truly liberated. I could use some liberation myself, if you know what I mean. What? Come on, guys, seriously? But Jude is nowhere near as stiff as he was when we first met him. But he could still ease up a little. How can he be free when he's still holding back? Beautifully put. You two come together on the strangest topics. They make an amusing pair. I suppose that's just another thing that's changed. Sehr schön. Gut, dann schauen wir uns um das Charakter-Event noch an. Ich würde sagen, da können wir vielleicht noch... Ja, wir haben noch hier fast die Minuten. Da können wir noch mit dem anfangen. So. Beim Elvin. Oder nee, doch beim Elvin hier. Gut, dann Elvins Geschichte sollte schon Kapitel 4 sein. Yep. Elvins Geschichte, Kapitel 4. Abschiede und gute Vorsätze. Ah, it's you. What's up? Well, your concern is touching. But I'm a little old to be needing a babysitter. Don't you have better things to do? He's just worried about you, Alvin. Sheesh, no need to be a jerk about it. Duty calls. Better get that. Department of Dimensional Affairs here. I'm calling because we've detected a new fractured dimension. Knew it. Better hightail it over there and smash that thing. Yes. Please do. I've sent over the coordinates. We believe the rift is in Nia Kara. I'm counting on you. That Vera is all business, huh? Well, let's just hurry up and get to it. Yep.
Und der Aal kommt natürlich auch mit. So, eine neue Splitterdimension. Hier eine Splitterdimension Nummer F4235. Haben die immer die gleichen Namen? Keine Ahnung. Jude Alvin, ja. Passt. Na, nehmen wir die mal so mit. Gut, reisen wir in die Splitterdimension in der Nähe von hier, Kara. Okay, ich bin gespannt, was jetzt hier auch Schönes auf uns warten wird. So, this is Niakara, right? Over there. Hey, check out Press's ring. Yep, no doubt about it. But why is Alvin with her? This dimension. It's from the past. Me and my pals over there are about to attack Jude's group at the Niakara Holomont. Then my two companions will fall off the cliff. If things play out the same way in this dimension, the Divergence Catalyst will go down with them. Probably. We better not let them leave the city. I'll lure Press over there. It's the only way. How are you going to do that? I'll just pretend to be me. Should be easy enough. Let's split up for now. Go wait at Mila's shrine. Be careful. Habe ich ja schon mal hier vorausgesagt, dass wir wahrscheinlich mal Presser oder so, oder und hier halt Agida, nochmal sehen werden. Und zwar in einer von Elvins hier Missionen. Hm, hatte ich recht, Leute. Wir wissen ja hier, die Presser und der L, die standen sich ja nahe. Ist natürlich dann ein wenig unschön hier ausgegangen, indem sie ja dann die Presser und die Agida dann abgestürzt sind bei den Klippen da oben. So. I hope Alvin's okay. Yeah. Oh, it's not that I don't trust him. It's just that this fractured dimension is kind of special. Friends? I'm not sure that's exactly it. But I'd like to think they were. It'd be too sad otherwise. The woman with the ring on her finger was once in love with Alvin. He knew that about her and, well, a lot happened between them. I see. But in our world, he wasn't able to save her. The cliff she was on gave way and he couldn't get to her in time. He was really broken up about it. Yeah, it was, but I'm okay now. Thank you. Anyway, I wasn't sure if he would be okay handling things by himself like that. But talking it over like this made me realize that all we can do is try to help. After all, he's the one who's getting hit the hardest by all this. As his friends, we have to support him. You know what I mean? Yeah, it'll be okay. Agria, watch over me. I won't give up. I promise. Das war ja auch hier der gleiche Zeitpunkt, wo dann eben hier Agria ist ja da auch mit abgestürzt. Das hatten wir auch schon einmal in einer Skit hier. So, nicht in einer Skit. Das hatten wir in der Mission von Leia, hatten wir das ja auch schon, dass hier das mit der Agria da abgearbeitet worden ist. So, schauen wir mal, was bei Ellie hier laufen wird. Ich denke mal auch nicht so schön. War überhaupt hier eine sehr unschöne Szene. Die wir in unserem Let's Play ja gar nicht hatten, weil wir haben ja nur die Seite von Mila gespielt und das hatte man alles nur auf der anderen Seite überlebt hier. Erlebt hier. So. Hühnchen, lass mich mal kurz hier vorbei, denn wir gehen zu unserem Lieblingsort, dem Schrein von Mila. Da sind immer die schönsten Sachen geschehen. Als Mila der Kampf gegen Musette. Als Jude der Kampf gegen Agri und Presser. Das war immer der schönste Fleck, wo wir immer die schlimmsten Sachen hatten. So, ich würde sagen, bevor wir da aber jetzt hingehen, machen wir einen kleinen Cut. Und im nächsten Part geht es dann hier weiter mit Taste of Sealer 2. Bis dahin, ciao.